Was geht ab? Moin, moin, ja, ihr hört's gerade. Wir sind wieder dabei. Und ja, ich darf euch zu einer neuen, zum neuen Spezialtransport, den letzten Spezialtransport mit der NTG aus Serbien begrüßen. Wir werden heute einen Industriekondensator, also mit dem, wo ich letztes Mal im Tunnel hängen geblieben bin, fahren. Ich bin nämlich auch nicht alleine. Also jetzt hier als Beifahrer habe ich den lieben Lukas. Und Moin, moin, aktiven Freunde. er ist nämlich auch wieder gerade mit seiner S-Bahn wieder unterwegs. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Start in in die Woche gehabt. Und ich hoffe, ihr habt auch den Shortcut gesehen vom ETS2, meine Lieben. Denn wir haben TMP, ganz gewünscht vom Hessen Center. TMP haben wir drauf und wir werden dann noch TMB Promods dazu machen. Also das wird so eine Kleinigkeit sein. Und ja. Na, ihr seht schon hier, was hier wieder abgeht, ne? Das Laden, das ist natürlich auch so eine Kleinigkeit. Und ja. Wir sind natürlich immer noch mit dem schönen Scania unterwegs, denn das ältere Baumodell. Und schauen wir gerade mal, wohin wir da fahren müssen. 79 Kilometer, das passt, weil wir müssen nämlich noch tanken. Wenn es heißt, wir müssen tanken, der Schluckspecht, der Gute, denn der hat Durst. Ich muss noch 31 Kilometer fahren bis Grafing. Plus Zwischenhalte. Glaube ich dir. Genau, so. Licht ist an. Achse hoch. Zweiten Gang. Ja, das war natürlich klar. So, nachdem ich das Spiel gerade nochmal neu starten musste, weil nämlich mein Trigger nicht geladen hat. So. Dürfte es jetzt auch passen. Achse ist oben. Genau. So. Dann hoffe ich, dass wir mal kurz drehen können. Ja, den gleichen Weg dann nämlich wieder raus. Rosenheimer Platz. Denn los? Ich hoffe, man kann den. So, ist halt mal besser den Spielsound. Ja, unsere Dispo hat nämlich auch gemeint, mir danach noch mal ein bisschen die Freiheit zu geben. Eine Tour runterzufahren. Also normalerweise hätte man dann noch mehr einen Spezialtransport übrig, aber wir müssen selber erstmal gucken, wie man dann das alles auch erstmal bewerkstelligen. Ne? Also in dem Fall. Bin ich mal gespannt, was sie da uns da Schönes geplant haben. Ich habe nämlich auch einen Schiss, dass ich mir nicht den Scania da nicht kaputt machen will, ey. Aber man kennt ja mein Fahrstil. Auf die Brücke runter macht munter, Ja. ne? Da bin ich auf einmal gespannt. Ja, 100 Kilometer Anfahrt. Schaffen wir auf jeden Fall mal locker. Aber hoffen wir, dass wir dann noch schnell den Tank voll machen können. Vielleicht wird es ein Zweiteiler, ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal, was da abgeht. Bin jetzt bereits aus dem Menschentriefbereich schon wieder raus. So, und ich habe mir direkt mal die Vorfahrt genommen. Das heißt, der Scania hat immer Vorfahrt, ne? Nein. Genau.
Ist ja auch was Schönes, ne? Dort. So, perfekt. Oh, und hier haben wir schön die Skyline. Ein paar Hochhäuserchen. So, zum Glück fahren wir mal endlich hier im Hellen durch. Wir sind ja damals im Dunkeln durchgefahren, ey. Spezialtransport nur im Dunkeln, ey. Das ist ja richtig heftig. Sag mal, gerade ein paar Fotos von der 420er. Mich ein Ostfahrer stirbt, die gerade mich eine mich in Abstellung. Eine Doppeltraktion, das müsste die S3 sein. Ja, genau. Der Lukas, unser. Oh, was gibt's da schön? Das ist ein Loco Rocco. Könnte man mal ein Foto machen, ne? Aber das Tanken ist mir jetzt momentan erstmal wichtiger. Ist aber auf jeden Fall mal eine schöne. Eine sehr schöne Tour. Auch der Ort. Ach, mir fehlt so die Woche ETS 2 fahren, dass da mal gerade wieder am Arbeiten ist. Aber passt schon. Erstmal alle Bilder veröffentlichen. Bei Steam. Erstmal alles hochladen. 50 Fotos. Glaub ich dir. Also noch ein bisschen Wasser. Ja. So. Motor aus. Fotos schicke ich dir mal rüber. So. Echt. Kannst du ja. 731 Euro für so ein bisschen Sprit, das passt ja. Vielleicht kannst du ja was mit den Bildern irgendwas basteln. Oh, schau mal einfach mal. Ja, ich fahre ja schon dahin. Guck mal, schon sind gehen sie los, wenn sie sich anrufen da. Ja, ist ja gut, du. Blöder Sack dahin. Also ehrlich, ey, die rufen sie dich an, wenn du keine Zeit hast, schnell, dann motzen sie dich an. Also egal wie es ist, reindrücken tun sie dir auf jeden Fall ein. Dieses Simpel da. Oh. Naja. Ganze tun wir natürlich jetzt hier noch schön manuell schalten. Dann passt das. Ich wollte schon gerade sagen, habe ich die falsche Szene verpasst, ey. Ich dachte, da wäre noch ein Omsi drin. Scherz. Ach ja, ups. Warte, da sei Hütchen vergessen, ja. Ah, da nur das Szenario an sich zu 115 Stunden dauert. Glaube ich. Ja, das Bauen mit den Szenarien da, das ist auch so eine Kunst, ey. Meiner ist es auf jeden Fall nicht. Also. Jetzt übernimmt ein anderer Kollege den Zug. Gas geben. Aber hast du es auch mitbekommen, dass du, wenn du so einen Spezialtransport machst, dass die haben mir ja gesagt, Tank ist voll und Ruhezeiten sind auch voll. Es passiert aber nichts. Die haben das nämlich Das haben sie natürlich jetzt nicht gemacht. Was ich eigentlich sehr schade finde.
Und da haben sie wirklich einen Fehler drin gehabt. Aber egal. Es passt so. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn dann, wenn wir dann nächste Woche. Ja, es ist nächste Woche, während der Spezialtransport ja fertig ist. Wann es dann mit dem Gliederzug dann losgeht von Krone. Weil da gibt es eine neue Fahrschule. Fahrschule mit dem Tandem. Das wird letztlich mehr voll mit einer Deichsel. Oh, cool. Schaut euch das mal an, ey. Das sieht so mega aus. Keine FPS-Einbrüche, nichts in der Hinsicht. Mega. So. Ach, dieser Abschnitt, wo du 40 fahren soll, 40 km/h fahren sollst, aber es nichts bringt, ey. Ehrlich. Ja, schneller als du. Gott, hier war ich auch noch nie. Jetzt geradeaus, okay. Dann haben wir das schon mal. Auch bei Fiat, ehrlich, ein Fiat Spezialtransport. Das ist ja auch nicht schlecht. So, Stoppschild. Oh, die wissen schon Bescheid. Schauen wir uns das Ganze mal hier an. Okay. Also das ist zum Beispiel mit dem Schatten und den Bäumen auch schön gemacht, ey. Fahr ich hier rein und dann bababab, schön schattig, ey. So, was sollen wir weiterfahren? Okay, ich soll jetzt hier weiterfahren oder was? Sowas liebe ich, eine Straßenführung zu führen. Folgen. Ah, und jetzt sind die Wartepositionen. Oh. Ah, Kollegen, ich hoffe, ihr habt nicht so viel Standzeit wie ich, ne? Muss das mal mit einem Spezialtransport machen, probieren. So. Da haben wir es geschafft. Also. Dann ran mit dem Hobel.
Ein Bild für die Abrechnung. Jawohl, dann geht's los. Tanks wurden aufgefüllt und Fahrzeiten zurückgesetzt. Nein, wurde es natürlich nicht. So, erkennt ihr das ganze Prozedere? So, also. Wir machen unser Knipslicht an. Ich hoffe, das haben wir jetzt auch an. Klippt alles. Jawohl. Na. Kurz nochmal hier in die Einstellung an. Jawohl, ist alles an. Machen wir nochmal schnell ein Paparazzi-Bild. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.